Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber hättest du keinen Raketenbohrer entwerfen können, der keinen Treibstoff benötigt, der illegal ist? Illegal? Was hat das Gesetz mit Wissenschaft zu tun? Wissenschaft hat ihre eigenen Gesetze. Gerade Sie sollten das wissen. Zum Beispiel die Naturgesetze, meine Lieben. So. Aber könntest du den Motor nicht so optimieren, dass er mit etwas anderem läuft? Womit denn? Weiß nicht. Benzin? Benzin? Schnee von gestern. Sie werden sehen, ab 1940 werden Autos mit purem Alkohol betrieben. Ja. Und ab 2015 können Autos auch fliegen. Ich warte übrigens immer noch drauf. Oder dass ein DeLorean aus der Vergangenheit auftaucht. Oh Mann, das wäre so super. Ja, ne? Wisst ihr Bescheid? So. Ja. Was ist mit Kit Tannen? Was wissen wir bei ihm? Er ist laut, widerwärtig und nicht sehr schlau. Und er hasst es, wenn man ihm in die Quere kommt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Tannen. Einige von meinen Patentamtkollegen fragen sich, was dich auf einen Raketenbohrer gebracht hat. Das war das Buch Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Es war wie eine Offenbarung. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Hast du die Zeitmaschine gelesen? Von Wells? Noch nicht, aber ich habe es vor. Okay, ja, unbedingt. Ja gut, das haben wir schon gefragt, das haben wir auch gefragt. Wir stellen diese Vorladung zu. Oder mein Name ist nicht? Michael Corleone! Ja. Ja, Einstein wird uns wahrscheinlich nicht helfen. Da drüben steht die Edna noch. Mal gucken, was will die denn? Hat die irgendwas? Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Lenken Sie keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin an einer sensationellen Story dran, wie wir von der Presse sagen. So schlecht sieht die gar nicht mal aus, wenn man bedenkt, dass das dann später so eine, ja, alte Schachtel ist, kann man sagen. Was ist die Sensation? Oh. Die Sensation? Ich habe Gerüchte gehört, dass etwas Seltsames in der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit vorgeht. Oha. Es gibt eine neue Geschäftsführung und... Oh, wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor wir nicht die Fakten kennen. Ich bete, dass es nur ein Gerücht ist. Diese Suppenküche ist die Speerspitze im Kampf für die gute Sache. Was wird aus dem Finger vom Fuselverband ohne sie? Ganz zu schweigen von all den Einrichtungen, die meine Suppenlieferungen brauchen. Ja, das ist schon, ja... Was ist der Finger vom Fuselverband? Sie haben noch nicht vom FVFV gehört? Er leistet wundervolle Arbeit. Dort werden aus hoffnungslosen, betrunkenen Landstreichern ehemalige hoffnungslose, betrunkene Landstreicher gemacht. Ich bin ein Gründungsmitglied, aber das heißt nicht, dass ich... Naja, Sie wissen schon. Bisher trafen wir uns immer im Keller der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Aber aus irgendeinem Grund lassen uns die neuen Betreiber nicht mehr dorthin. Jetzt haben wir keinen Treffpunkt. Schade eigentlich. Ich weiß, wo ihr euch treffen könnt. Woher will er das? Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Im Park? Polizeirevier? Oh ja, komm. Sie könnten sich im Gefängnis treffen. Ich denke, die hätten bestimmt eine freie Zelle. Nein, einige der Fuselfreien verbinden schlechte Erfahrungen mit dem Gefängnis. Ja, das ist, ein bisschen logisch, ne? Ach, jetzt muss ich da wieder draufklicken. Ich kenne einen Ort. Oh, wo? In der abgebrannten Bar, ja natürlich, ne? Macht ja Sinn. Sie könnten sich in der illegalen Bar treffen, die letzten Mittwoch explodiert ist. Na, das wäre doch Ironie des Schicksals. Aber ich fürchte, das Gebäude ist einsturzgefährdet. Ja gut. Ich kenne einen Ort. Will mal wissen, was jetzt noch kommt. Auf dem Brown-Anwesen. Sie meinen das Haus von Richter Brown? Ja, ich bin zufällig mit seinem Sohn befreundet. Und er hat mir erzählt, der Richter würde liebend gerne sein Anwesen zur Verfügung stellen für gute Sachen, wie die Ihre. Wirklich? Das ist die großzügigste und wohltätigste Geste seit Ewigkeiten. Bitte sagen Sie Ihrem Freund Emmett, dass wir annehmen. Das Treffen beginnt nicht sofort. Die Leute haben also etwas Zeit, alles einzurichten. Warum auch immer das jetzt gesagt wurde, verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Tut mir leid, was da hinten mit Einstein passiert ist. Keine Ahnung, was da in ihn gefahren ist. Ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenken kann. Ja, ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenkt. Sehr gut. Jetzt zeig mal, was du mit der Rechentafel kannst. Ja,
Emmett und Einstein, gute Freunde, ne? Ja, Suppenlieferung. Sie liefern Suppe aus? Das ist einer meiner vielen kleinen Beiträge für die gute Sache. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, hoffe ich. Ich hole Behälter mit heißer Suppe in der Küche ab und liefere sie überall hin. Zum Hill Valley Waisenhaus, die Ranch des heiligen Franz Xaver für ungewollte Kinder, das Foggy Mountain Heim für unheilbar Irre, das Shady Acres Altersheim. Ach, ich kann mich kaum an alle erinnern. Es ist eine große Aufgabe. Mhm. Interessant. Haben Sie die Geschichte fertiggestellt, für die Sie mich interviewt haben? Über Carl Sagan? Ja, aber diese starrsinnigen Redakteure haben Sie abgelehnt. Sie sagen, mein Artikel wäre einseitig und dass ich einen mutmaßlichen Brandstifter verherrliche. Als würden Ihre Artikel nicht ständig den kriminellen Abschaum verherrlichen, der die Stadt kontrolliert. Das macht mich so wütend, ich könnte schreien. Was ich natürlich nie machen würde. Das wäre Ruhestörung und es ist... Ja, da war sie ein bisschen abgehackt wohl. Ja, jetzt helfen wir auch noch Suppe auszuliefern. Perfekt, noch mehr. Ja, ich kann Ihnen mit der Suppe helfen. Ich arbeite viel für Wohltätigkeitsorganisationen. Oh? Welche? Die, Super Mario Brüder. Ach ja, die Italiener tun so viel Gutes. Wenn Sie es arrangieren könnten, dass ich die Suppenbehälter abholen kann? Immer ruhig mit den jungen Pferden. Wir wollen nichts überstürzen. Ich leite den Suppenfahrdienst in dieser Stadt und ich überlasse es nicht einfach einem Neuling. Aber wenn Sie gute Kontakte zu den wohltätigen Einrichtungen haben. Ja? Sie können mir Bescheid geben, wenn Ihnen die Suppe ausgeht. Super, du musst Suppe ausliefern. Ich kenne tatsächlich eine Einrichtung, die mehr Suppe braucht. Oh, welche? Finger vom Fuselverband, Waisenhaus, Kinderfarm. Kinderfarm? Was? Die Ranch der ungewollten Kinder. Vielleicht wollen ihre Eltern sie nicht, weil sie so viel essen. Ja, wahrscheinlich. Okay, Edna, denk einfach an all die armen Seelen und halte die Luft an. Mr. Donnelly? Wow, super Service. Respekt. Wohl mit Expresslieferung, ne? Okay, gut. Schön, aber... Es ist 10 Uhr abends und es ist immer noch hell. Ist ja interessant. Oder nee, ach nee, es ist 10 Uhr morgens. Genau, es ist morgens. Stimmt, wir sind ja morgens angekommen. Nicht abends. Aber ja, Hinweise, was bisher geschah. 9.15 Uhr. Aha. Gut, haben wir irgendwie so ein Journal oder was müssen wir jetzt machen? Emmett braucht Alkohol für seinen Raketenbohrer. Alles klar, aber wo kriegen wir Alkohol her? Alkohol? Was haben wir denn im Inventar? Ich muss gerade mal gucken, genau die Vorladung. Da können wir anrufen. Okay. Ich stecke gerade so ein bisschen in der Sackgasse. Hinweise, was haben wir denn hier? Jetzt musst du die... Ladung vorbereiten. Hinweis 2. Eine Aufgabe führt dich jetzt in die Suppenküche. Ach so, in die Suppenküche sollen wir gehen. Okay. Dann mal rein da, in die gute Stube. Hey, Q-Ball. Was? Der Laster ist gerade mit einer neuen Ladung... Suppe angekommen. Suppe, Suppe? Nun, das ist die normale Suppe. Das ist die spezielle Suppe. Richtig. Spezialsuppe. Gurkei. Hey, was tust du da? Ich würze die Suppe. Das ist mein Geheimrezept. Hör zu, das hier ist nicht das Ritz. Und wir wollen diesen Idioten keine Gourmetsuppe geben. Der Boss muss sein Geschäft wieder aufbauen. Also lass den Mist und mach deinen Job. Okay, okay. Probier nur mal die Suppe. Und? Ach, jetzt verstehe ich, warum du das Rezept geheim hältst. Eigene schwarze Brühe. Naja. Okay.
Fässer mit Suppe. Fässer mit Suppe. Können wir da irgendwie so... Was ist mit denen hier? Was ist damit? Welche Suppe ist da drin? Das ist nicht, das ist Spezialsuppe. Warum ist sie so speziell? Die ist, für Erwachsene, Kleiner. Eine Suppe für Erwachsene? Genau. Warte nur, wohin dich die Neugier bringt. Aha. Nettes Gestell. Ja, wir haben hier hinten alle möglichen, kulinarischen Schätze. Das ist hier irgendwie versperrt, oder? Ja, aber was willst du dagegen tun? Fässer mit schwarz gebranntem Alkohol. Aha! Woher wir auch immer wissen, dass da jetzt schwarz gebrannter Alkohol drin ist. Aber gut, da haben wir ja... Ist das alles Kohlsuppe? Vorhin jedenfalls. Gibt es hier auch andere Suppen? Nein. Nein, gib mir eine Suppe. Kann ich ein Fass von der Suppe haben? Ein Fass voll Suppe? Auf keinen Fall, Kleiner. Selbst in solchen Zeiten kannst du gar nicht so hungrig sein. Ja gut, ne, Pfeife. Mhm. Die können ja auch nicht mal runter nehmen. Oh. Aha, ich wollte gerade sagen, die können sich auch nicht mehr im Keller treffen. Jetzt wissen wir auch warum. Jetzt wissen wir warum. Die tun da unten ihren Fuß lagern. Küchentür, gestapelte Tische. Ach ja. Wo sind die Tische? Wir haben ein paar extra Tische für unsere Penner-Soirees am Monatsende. Könntest du sie aus dem Weg räumen? Auf keinen Fall. Da hebe ich mir ja einen Bruch. ja gut. Da haben wir ja immer noch einen Typ. Der frisst aber viel Suppe, muss ich sagen, da er hier schon seit ein paar Stunden sitzt. Emmett, was sagst du denn? Debriefing, Emmett. Besprechung? Hör mir nur einen Moment zu. In Ordnung. Ich glaube, ich weiß, in welchen Fässern der Fusel ist. Und worauf wartest du noch? Er wird mir nicht einfach so ein Fass geben. Natürlich. Nun, du scheinst gut mit Leuten umgehen zu können. Also überlasse ich es dir, diesen Trottel dazu zu bringen, seinen Schwarzgebrannten herauszurücken. Diese Küche ist offensichtlich nicht die illegale Bar. In der Tat, dies muss eine Art Fassade sein, die geschickt und legal die Existenz einer versteckten und verruchten Einrichtung verschleiert. Vielleicht im Keller? Stimmt, das könnte den Fahrstuhl erklären. Ja, genau, wie ich's vorausgesehen habe. Ich erinnere mich. Emmett, ich komme nicht an die Tür da drüben. Diese Tische blockieren sie. Die Tür? Sollen wir einfach hineinspazieren und ein Fass Alkohol mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Das wäre blöd, oder? Finde ich schon. Trotzdem würde ich gern diese Tür öffnen. Von hier draußen kann ich nichts machen. Nun, das ist eine Sache der Physik. Wir brauchen einen Hebel, eine Art Stopper. Mal sehen, womit ich dienen kann. Da tut er erstmal rumrätseln. Okay, Küchentür. Emmett guckt noch. Ja, kriegen wir nicht auf. Schade. Aber gut. Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. Ja. Emmett sitzt doch schon dran. Wir gehen mal wieder nach vorne. Bestimmt passiert dann hier hinten irgendwas. Pfeife. Dame hat er ja dagegen geschlagen. Können wir auch mit irgendwas dagegen schlagen? Können wir hier nicht irgendwie ein bisschen draufkloppen oder so? Wumba Wumba machen? Heureka! Was? Ach, hat er jetzt die Tür offen? Emmett. Ja? Oh, das ist interessant. Nur ein wenig mechanischer Einfallsreichtum und am Ende ist die Tür offen. Ja, gut gemacht. Cool.
Wir kommen Vielen schon irgendwie Dank. An den Fusel. Ich denke weiter nach. So, gut, die Küchentür ist jetzt offen. Können wir jetzt irgendwas machen? Nicht oder? Schlecht, Doc. Nein. Ich komme immer noch nicht durch. Aber wenigstens stehen diese Tische jetzt. Okay. Schüssel mit widerlicher Suppe. Oh Gott. Entschuldigung. Ja? Könnte ich etwas Suppe haben? Das ist deine Suppenküche. Was glaubst du also? Nein. Was ist das für eine Suppe? Schmeckt wie... Minestrone? Ich wollte alte Kohlsuppe sagen. Meckere nur. Alles, was ich hier habe, ist diese abgestandene Fasssuppe und ein Gewürzregal, das seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr aufgefüllt wurde. Wie soll ich deiner Meinung nach was Besseres als diese Brühe kochen? Mal sehen. Schon probiert mit... Salz, Paprika, Petersilie, Chilipulver. Oh ja, die richtige Würze, die macht den Unterschied. Verleiht der Suppe vielleicht ein wenig Schärfe. Wird sie etwa kalt? Nein, ich meine sowas wie Chilipulver, muy caliente. Ganz schön tough, der Junge, was? Ehrlich gesagt, mag ich es auch scharf. Aber es muss auch dem gemeinen Volk schmecken. Komm schon, eine kleine Prise wird schon niemanden umbringen. Ach komm, eine kleine Prise hat noch niemandem geschadet. Genau so sieht das aus. Aha. Okay, können wir jetzt den Fahrstuhl irgendwie auslösen? Komm schon, hau dagegen. Bitte. Okay, der ist beschäftigt. Haut er doch mit dem Ding dagegen. Jawoll! Ah, Miss Strickland. Möchten Sie mehr Suppe? Kommen Sie schon, Mr. Donnelly. Sie wissen genau, dass ich mit dieser Farce nichts zu tun hätte, wären die Armen von Hill Valley nicht so sehr auf Mr. Tennants aufgebauschte Großzügigkeit angewiesen. War das ein Ja? Geben Sie mir die Suppe, bevor ich an der Scheinheiligkeit ersticke. Jawoll! Genau, so ich wollten wir das. Ich richte dem Boss ihre Grüße aus. Ich wette, das werden sie. Hä, wie blöd, dass der glotzt. Edna hat das Fass mit dem Fusel abgeholt. Wir müssen es ihr nur noch irgendwie abnehmen. Gut, dann können wir ja gleich mal Emmett von unserer Heldentat berichten. Emmett. Ja? Ach so. Diese Küche ist offensichtlich nicht die illegale Bar. In der Tat, die ist mit seiner Einrichtung verschleiert. Okay, gut, dem können wir das leider nicht sagen. Schade. Ich denke weiter nach. So, dann gehen wir mal wieder raus. Der liebe Emmett kommt mit. Das ist schön. Und mal gucken, wie spät das wir jetzt haben. Wir haben immer noch 10 Uhr. So, die Edna, die hat doch jetzt das Fass mit der Suppe. Wo auch immer, dass sie das hat. Bestimmt auch irgendwo im Inventar. Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Ich habe wenig Zeit, fürchte ich. Das Treffen des Finger vom Fuselverbands beginnt gleich. Drück den Ding raus. Ach so. Ach, schade. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Finger vom Fuselverband? Nee, da ist es da nicht eher so. Komisch, ja, wie können wir jetzt das Ding wegnehmen? Die hat es fast jetzt hat, aber wir können es nicht abnehmen. Das ist doof. Komm, wir schicken den Altersheim einfach mal so eine Ladung Fusel. Das Altersheim? Nein, sie sollten schon lange im Bett sein. Was? Es ist 10 Uhr morgens. Schon lange im Bett sein. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu... Wer muss von meinem... Der Finger vom Fuselverband. Stimmt.
Sie treffen sich bald auf dem Brown-Anwesen und es gibt noch keine Erfrischungen. Ich bin ganz hin und weg, dass Ihr Freund Emmett das Haus seines Vaters für unser Treffen zur Verfügung stellt. Hä? Moment! Michael! Was in Thomas Alva Edisons Namen denken Sie, was Sie da tun? Verstehst du nicht? Du brauchst Alkohol, um deinen Bohrer zum Laufen zu bringen, oder? Bei den Schmugglern der Suppenküche werden wir nie an eines ihrer Fuselfässer kommen. Aber Miss Strickland kann eins für uns holen und es uns bis an die Tür bringen. Nein, das ist ausgeschlossen! Warum? Ich kann nicht zulassen, dass Fremde in mein Elternhaus eindringen. Was wissen wir über diese Menschen? Sie sind total höflich. Das wissen wir nicht! Aber nüchtern sind sie. Und sie lassen die Finger vom Fusel. Na gut, aber mein Papst braucht nach Feierabend Ruhe und Frieden. Dieses Treffen ist ihm bestimmt zu laut. Er kann Ohrstöpsel benutzen, so sieht's aus. Und besorge deinem Vater Ohrstöpsel. Ich kann ihm doch nicht sagen, er soll Ohrstöpsel benutzen. Dann sollen sie ihm die Fresse halten. Sie werden leise sein. Kein Lärm, nicht wahr? Oh ja, ich spiele mein Tambourin ganz leise. Hörst du das? Ja, aber... Aber was? Aber es ist nicht möglich! Nee, 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 nee. Aber was soll aus den Mitgliedern des Finger vom Fuselverbands werden? Meinetwegen können sie sich alle wieder betränken. Juckt ihn nicht. Ich hab's Miss Strickland aber versprochen. Es bedeutet ihr so viel. Die Antwort ist trotzdem nein! Ja gut, dann nicht. Na gut, dann vergiss es. Wir müssen deinen Raketenbohrer nicht heute Nacht testen. Doch nicht! Nein, ich werde mit dem Zug zurück nach Washington fahren und meinen Kollegen sagen, sie sollen das Patent an Dr. McCoy vergeben. Halt! Böser Junge. Werden Sie den Verbandsmitgliedern sagen, sie sollen sich die Füße abtreten, bevor sie hereinkommen? Dann sind Sie Emmett Brown, hab ich's mir doch gedacht. Die Gerechtigkeit steht Ihnen ins Gesicht geschrieben. Miss? Edna Strickland, wie könnte ich Ihnen jemals für Ihre Großzügigkeit danken? Nett, Sie kennenzulernen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ach, du machst dir zu viele Sorgen, Emmett. Wir müssen nur diese Vorladung übergeben und dann können wir deinen Raketenbohrer bauen. Und mein Patent. Ja, dein Patent. Ja, ja, der arme Emmett. Der wird bestimmt traurig sein, wenn er die Wahrheit irgendwann mal rausfinden sollte. Aber gut, also gut. Ja, die tut jetzt Fass liefern. Wir haben Bohrer. Ja, wir haben noch alles. Ach nee, wir haben noch die Vorladung. Stimmt. So, was kommt jetzt? Hilf Emmett, Unterlagen an Arthur McFly auszuliefern. Ja, der Arthur, der ist ja jetzt im Versteck. Und wir wissen natürlich nicht, wo das Versteck ist. Huch, die Maus ist gerade ein bisschen... Die Steuerung ist gerade ein bisschen komisch.